Herr Stromberg. Hm? Kitter, wir hatten telefoniert. Ah, der Adjutant vom Kaiser. Ich mache das Management von Roland Kaiser. Ja, dann müssen Sie immer die 7 Fässer Wein ranrollen, was? Ja, dann setzen wir uns mal hin. La, 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 la. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, geht es um eine geschlossene Veranstaltung? Ja, wie gesagt, die Feier vom Vorstand. Und ich dachte, der Roland singt vielleicht ein Potpourri von seinen größten Hits, oder? Herr Kaiser hat ein festes Programm. Mhm. Das ist die Titelliste. Ah, sehr gut. Hm. Manchmal möchte ich schon mit dir, der alte Schlüpferstürmer, was? Love Me Tender. Also bin ich vom Roland. Das ist von Elvis. Roland Kaiser hat es im Repertoire. Richtig. Hm, super. Tanja hat übrigens mit Stromberg gesprochen und der hat gemeint, sie müsse sich keine Sorgen machen. War wohl doch nur ein Gerücht, dass sie dran glauben muss. Das ist schön für sie. Ja, das kommt ja von Herzen. Sag mal, du, vielleicht gehen die ja auch nach dem Alphabet, ja, und dann sähe es ja für dich ganz gut aus, Ernie. Achso, du heißt der Bert. Ja, das ist natürlich schlecht. Nie im Leben gehen die nach dem Alphabet. Mich schmeißen die garantiert nicht raus. Hier, guck mal, die Akten habe ich alle seit gestern bearbeitet. Wenn die mich rausschmeißen, dann müssten die mit dem Klammerbeutel gepudert sein. Übrigens, die Akten habe ich seit gestern bearbeitet. Echt? Hier, auf dein Gesicht möchte ich mal sehen, wenn die dich dran kriegen. Wenn du plötzlich auf der Straße stehst, dann heißt es auf einmal, was soll ich jetzt machen? Ich kann doch gar nichts, ich hab doch gar nichts. Ich muss ja meine Miete noch bezahlen. Kann ich immer nur Reis essen? Das hier ist der Vertrag, der übliche Standard. Den haben wir immer bei Galas. Gut. Ah ja, das Honorar steht nochmal wo? Römisch 3.2. Seite 35. 30. Das muss aber missverstehen. Also wir brauchen Herrn Kaiser für einen Abend. Das ist die übliche Abendgage. Aber ich hätte jetzt schwören können, Roland Kaiser, ich meine, er ist ja nicht mehr so gut im Geschäft. Also schon gut, aber nicht so, dass... Das ist die übliche Abendgage. Na, wer zahlt das denn? Also jetzt mal unter uns Pastorentöchtern. Roland Kaiser, hallo. Das ist ja locker 15 Jahre her. Machen Sie immer so Ihre Geschäfte? Ich dachte einfach, dass man sich entgegenkommen könnte. Oder? Also ich meine, das ist ja frei essen und trinken, ist beispielsweise mit drin. Ja, das ist eine Feier des Vorstandes. Da lässt man sich nicht lumpen. Da gibt es Lachs. Sie hatten doch am Telefon gesagt, dass wir uns um das Finanzielle keine Sorgen machen sollten. Sonst wäre ich gar nicht hier. Da wusste ich aber noch nicht, dass man mit Schlager... Also ich meine, der verdient ja als Schlagersänger, verdient er ja mehr als mit einem richtigen Beruf. ich fürchte fast, dass... Kein Problem. Da weiß ich eine Lösung. Sie machen Ihre Feier ohne Roland Kaiser.